Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zur Minecraft Adventure Map mit dem Jonathan, dem Brammen und mir, dem Peter. Und ich finde das so geil. Tonton Flingeuer 13. Ich finde das so geil, wie du einfach immer einen Sprachfehler hast bei deinen Anmods, bei allem. Entweder GTA Challenge oder. Wow. Oder. Was muss ich nochmal drücken hier? Wie, was musst du drücken? Game Mode. Game Mode? Du kannst das da vorne jetzt nochmal schön machen, du Bisch. Scheiße, Alter, ich weiß doch genau, wie lange ich kacke. Ja, das geht doch hier nicht. Das ist nicht dein fucking Ernst. Alter. Weh, ihr dürft auch nicht weitermachen. Jetzt nee, wir machen nicht weiter. Ich stehe hier. Ja, alles klar. Ey, was ist das denn jetzt? Ja, alles klar. So, das sag ich dazu. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Sorry, das war ich. Wirklich? Ja, genau. Wieso ich das denn gemacht habe? Mit meinen Hacking-Skills, warte mal. Bitch. Alter, Dreh, du bist an meinen Rechner. What the fuck? Der Junge ist maximal im Stress einfach. Ich merk das schon. So. Alter, aber guckst du unter Wasser? Und ein bisschen gereizt. Also ich bin jetzt in irgendeinem roten. Hier geht's. Ja, jetzt. Der Feuermelder läuft. Frank, was ist da heute bei dir los eigentlich? Nein! Das war ich nicht! Ja, das weiß ich. Ich glaube, das liegt an der Änderung der Luftfeuchtigkeit hier, weil wir haben so einen komischen. Also Boris Becker, Peter. Ja, ich konnte immer noch nicht nachgucken, wie die aussieht. Weiß ich, hatte nur 4 Stunden. Okay, ich hab's geschafft. Wow. Ich glaub halt, dass der Unterschied. Okay. Das sah jetzt nicht so hoch aus, dass ich dann. Nee, ich glaube, dass das gescriptet ist, dass das einen umbringen soll. Mal. So halb zumindest. Wie bist du da jetzt hochgekommen, Peter? Mit einem skilligen Sprung. Ich Bram weiß das nämlich noch nicht. Ich hab mich zugehört. Ich hab tatsächlich. Ja, macht ja nichts, aber es läuft ja nichts, solange wir beide nicht laufen. Komm schon, such. Soll ich. Ach, Leute, jetzt hab ich sie gesehen. Ja. Oh, Leute. Nice, Scheiße, hätten wir das mal geschafft. Hätte ich das geschafft. Ich hab's verkackt. Indem man was passiert? Mit mir Sex hat. Ja, echt mal. Was ist passiert, nachdem du auf den Knopf gedrückt hast? Ich hab das nicht gesehen. Wie, du hast das nicht gesehen? Ich hab das echt nicht gesehen. Willst du mich verarschen? Ich glaub dir kein Wort. Genau. Guck dir nochmal an. Ach so. Verstanden. Komm, ich drück dir auf den Knopf. Ja, alles gut jetzt. Jetzt können wir. Deswegen sag ich, ich hatte einen Bug. Jetzt, ihr habt das jetzt beide hinten am Rücken. Ich weiß nicht, wie das mit dem Fliegen geht. Das sag ich euch auch nicht. Gedrückt halten? Ich muss mal kurz. Ja, guck mal hier. Nicht leer, hast du gedrückt halten. Ja, das sieht aber nicht so aus, als ob der eine Ping hätte, sonst würde er ja auch nicht hier springen können. Ja, keine Ahnung, ich will hier nur alle Eventualitäten kurz abgehen. Ich glaube einfach, dass das Inkompetenzmeter gerade bei Bram einfach ein bisschen over the top ist. Alter, springen und halten ist ja nicht das Problem. Bram, du hast eine 17er Ping im TS, also nee, das ist kein so. Ich hab nicht Drop, gesagt, dass ich eine Drop. Ping hab. Ich weiß. Hab also deswegen, ich versuche auch nur Fehleranalysen auszuschließen. Kannst du da sprinten dabei? Um die Kurve. Das sah sehr traurig aus. Jay hat Probleme, glaube ich. Ja, sieht so aus. Im Spiel, im Kopf, im Bett. Aber deswegen freue ich mich darauf, weil ich mag halt eigentlich das Waffen. Auf jeden Fall ärgert uns als ehrliche YouTuber und Social Media Influencer. Ficken! Das natürlich. Warum hustest du da? Das ist der falsche Zeitpunkt für den Husten. Ja? Ja, ich mag den Begriff Influencer einfach nicht, deswegen husten. Ach so, ich dachte jetzt wegen ehrlich. Nein, nicht wegen ehrlich. Wegen Influencer. Hab keinen Schiss. Oh, fuck it. Vertraue mir. Ah, nein! Oh, ich trinke ganz viel Bier. Ach ja, Prost. Da könnte ich jetzt echt eins. Hm? Alkoholiker? Mein warmes Alkohol? Wasser ist. Also nicht ein Alkoholiker, aber bist du jetzt ein alkoholtrinkender Mensch? Alkoholiker ist. Nee, ich trinke MMM. Was ist MMM? Mio Mio Mate. Das ist wie Rauchen, ist auch ein Acquired Taste. Beim ersten Mal schmeckt das scheiße, aber. Ja, aber man kann okay, aber anders. Jay, das war die falsche. Also, ja. Die nächste ist hier, wo Peter ist. So, mal gucken, ob er es wieder zurückschafft. Oh, fuck my life.
Alter, Mann. Ja, genau, jetzt muss ich auch noch das Wasser machen, oder was da super scheiße war. Wenn ich draußen bin, ist cool. Ich feuer dich an. Oh Gott. Alter, kann ich ja... Nee. Kann ich dir keinen Slap für geben. Guck mal, hier ist ein Diamant. Achso, Mann, ich hab den Weg gar nicht gefunden. Hä? Der Map-Ersteller setzt auf die Gier... Moment, auf die Gier. Nicht Gierheit, sondern einfach Gier. Der Leute. Ah, ich bin ganz ehrlich, ich bin gerade in so einem Feeling, weißt du noch, was wir in den allerersten Adventure-Maps so gesagt haben und so, ja, solche Wörter fallen mir gerade ein. Du würdest jetzt gerne auch richtig mit voller Kehle. Wie sagte Hardy damals, brüllen. Mit voller Imbrunst. Ja, mit der Imbrunst meines Herzens. Ja, würde ich jetzt gerne das Prädikat N-Wort wahnsinnig sein. Dicker! Genau, dicker, so sieht's aus. I did it. Ich bin doch jetzt. Nein! Ich spring beim letzten Sprung daneben. Ich roste aus. Ja, das ist aber ein Symptom, Mann. Ich roste aus. Oh, Scheiße, der alte Roboter, ey. Nein, ich roste auch aus. Nee, ey. Du hast ja nicht mal bis zu Ende geschafft, du Lutschi. Und ich hab nicht mal viel. Ich mag die mexikanische Kultur gar nicht mal so gerne. Also dieses hier. Alles Spaß. Echt mal, Peter würde auch gerne Mauer bauen. Auch beim Wrecking Bank unterstützen, ne, mit der Mauer. Ich hab da nicht so einen Bezug zu, dass ich sagen würde, boah, nach Mexiko würde ich gerne mal fahren. Das ist bestimmt so. Wie so ein Brüllfrosch? Waren Brüllfrosche so? Ich glaube nicht, die Ra. Ich stelle mir gerade vor, so ein kleiner Frosch, der da sitzt mit so einem Hütchen auf. Und genau, weil jeder weiß, dass der Gentleman Frog trägt einen Hut. Das Hütchen ist wichtig. Lol, Alter, bin ich ein Vollidiot. Da muss gar nicht erst jemand mit Kritik kommen. Herkules muss ran. Kritik? Oh, er bumst alle Frauen Kritik in ganz Griechenland. Ja. Kritik, das ist nichts für mich. Das ist geil. Kann man viel zu viel Kritik? Ich habe irgendwie schweißes rechte Auge bekommen. Oh. Du hast Schwitze Schweiß? Beim Kacken? Ja, bewusst. Boah, das schmeckt nach Kotze. Dachte, Jay, was ist denn da gerade los in deinem Körper eigentlich? Ja, Mio Mio Mate. Mir schmeckt nach Aschenbecher und anschließend nach Kotze, okay. Ja. Aber wo wir gerade bei Frauenfeindlichkeit waren. Ja, geil. Nee, okay, pass auf. Achso, Emma Watson ist Single. Wirklich? Ja. Alter, ich hab mich schon. Oh, deswegen klingelt mein Telefon die ganze Zeit. Endlich mal mit einer Feministin. Such sie dir. Ja, ich hab gehört, die Feministinnen sind die dreckigsten im Band. Guck mal, hast du überlebt. Das ist jetzt so der schlimmste Spruch, den man wahrscheinlich bringen kann. Alle Geschwäger, so maximal. Aber ist denn nicht Feministen noch seiner sexuellen Gelüsten zu stehen? Ja, stimmt eigentlich. Oh. Was ist heute eigentlich los mit dir, Smedi? Ich hab mich damit gerechnet, dass er immer der Letzte ist. Ja, ich bin halt, ich hab Spaß. Aber wenn ich Spaß hab, dann bin ich nicht so gut im Performen, weißt du? Ich bin okay. Ach so, ja, stimmt, dann hab ich auch von deiner Freundin öfters gehört. Ja, ich bin da meistens tot ernst, weißt du? Da darf nichts Lustiges passieren, da ist direkt, da hängt die Fahne flach. Nice one. Aber deswegen kann ich sagen, alle verantwortungsvollen jungen Erwachsenen, ja, die mindestens 21 sind, die sollten mal probieren. Wieso 21? Oh Gott, jetzt drücke ich nicht mehr. Ja, ab 18 hat man noch nicht genug Verantwortung, um Alkohol zu trinken, meiner Meinung nach. Deswegen 21, die kennen ihre Grenzen besser. Ja, aber die Grenzen kennst du ja nur durch Erfahrung. Ja. Ja, egal. Die testet ich jetzt man kein, vor 18 ich, aus. Weißt du, Peter, ich stecke gerade in dem Dilemma, da ich das voll cool fand, aber ich jetzt eigentlich nicht so viel Alkoholwerbung machen will, weißt du? Okay, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Also, da macht bestimmt auch super viel Spaß mit, Wodka. Achso, Gott. Mit Wasser. Mit O-Saft, wollte ich sagen. Hast du dich echt versprochen? Ja, ich wollte wirklich. Oh, aber in meinem Kopf ging es dann so: Wodka, oh, okay, geil. Moment. Wodka. Jetzt darf ich nicht so dumm sein, habt ihr gerade gesagt. Ja, auch den Zaun sein. Dann auch so Olliner-Fraß bestellen. Holländer fratzt. Aber anders kann man das echt nicht nennen. Ich meine, die Holländer haben ja keine Esskultur. Hallo? Die außer die einer der besten. Fla? Bist du behindert, Bram? Alter, Fla ist keine Esskultur, Fla ist ein Gericht. Ja, und damit ist das direkt eine Esskultur. Die Fla ist keine ganze Kultur. Na klar. Das ist so, als wenn ich so machen würde. Ich bin Musiker. Ja, wenn das denn dann.
Was ist denn dann eine Esskultur? Ja, weißt du, zum Beispiel wie Deutsch essen. Ja, das ist halt immer... Was ist denn deutsches Essen? Da gibt es halt viele Kohlenhydrate bei, ein bisschen Gemüse, so typisch Hausmannskost. Darunter kann sich jeder was vorstellen, weil das sehr klar ist, was das unterm Strich ist. Ja, ich kann mir über Holländer Fraß nennen. Ja, aber Holländer Fraß ist halt eine Esskultur. Das ist immer nur Fritteusenessen bei denen. Frikandel, Croquis, ja, und aber das ist trotzdem eine Esskultur. Ja, wenn ich amerikanisch esse, esse ich halt auch nur Fett. Ja, und dann ist das doch auch, dann ist das keine Esskultur. Was sehr, sehr geil ist, kann ich empfehlen, ist afrikanisch. Ich weiß aber nicht, welches mich. Afrikanisch, sondern ich würde, also hier wird halt, ich glaube, es ist äthiopisch. Isst man so mit Fingern. Nein, nicht leerer Teller. Leerer Teller, kein Besteck. Gerade, dass es anfängt, wird's das ist nicht gut. Wasser bringt einen hier nicht um, Jay. Alles ist gut. Ich bin mir da noch nicht so... Ja. Nee, okay, nee. Vielleicht schon. Das bringt einen nicht um. Das ist richtig gesund. Okay, da hab ich jetzt ganz schön dumm geguckt. Okay, wo ist der Berg? Ab doch. What the fucking hell. Lol? Der hat das nicht gemacht. Natürlich fuck, nicht. Ich hatte gerade dich bei der Hände am Lenkrad. Am Lenkrad? Ja. Ich würde ja mit Maus und Tastatur spielen. Nee, ich mach da mit Lenkrad die ganze Zeit schon. Sonst... Nein! Das ist mir das zu öde. Man an dieser Eintruhe. Jonathan! Mann! Wie viele Versuche gebe ich euch? Also, ne, ich meine wegen der Folge. Ganz hoch, ganz hoch musst du. Nein! Ich freue mich doch, ich würde den das gönnen. Oh, bravo, ernsthaft! Ich kann es, ohne Spaß, ich habe Standbild. Ich treffe ihn nicht. Super schwierig. Ich treffe ihn nicht. Ist nicht so, als wenn ich absichtlich den kleinen Block nicht treffe. Bram baut. Ja. 420 oder was? 420, ja. Ich hab extra so ein Tutorial gemacht. Sind ja 6 Folgen. Ich habe mir die 6 krassesten Drogen genommen, hab angefangen mit Gras, hab in der ersten Folge baue ich einen Joint. Okay, aber dann hast du schon das Format Bram baut genannt, weißt du, und dann konntest du das halt. Genau, dann war das halt schon fair. Aber das Problem ist auch, ich war ein bisschen higher, als ich das beschlossen habe, das so zu nennen, weißt du? Weil ich hab dann logischerweise am Ende, nachdem ich die Sachen dann immer professionell gebaut habe, habe ich dann auch geguckt, ob das funktioniert, ob der Joint dann auch vernünftig gerollt ist und so, weißt du? Ja, verstehe. Und jetzt hat er dann noch eine Spritze, dass der Stoff unsauber ist. 98% der 1000, also 98% aller Drogentote sind darauf zurückzuführen, dass der Stoff unsauber ist. Ja. Ja, das ist doch schon mal interessant. Hier, Leute, bei Pete's Meat habt ihr wieder viel gelernt. Vergesst die Glocke nicht und den Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zuschauen. In unserem Shop jetzt auch ein Spritzenset. Ja. mit Controller drauf. Weißt du. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Nein, dass wir von unserem geilen Thema, was essen wir Geiles, ja, aus der letzten Session zu Drogen gewandert sind, weißt du? Ja, weil keine Ahnung, das Essen-Thema ist doch hier schon längst durch, Alter. Ich hab mir Projekt vorgestellt, Bram baut. Stimmt. Wird überhaupt nichts mit Druck zu tun. Ich habe nach dieser Adventure. Ich dachte tatsächlich eher, dass das so ein typisches Schutzbedürfnis-Ding ist, dass du halt mit dem Rücken zur Wand sitzt, um zu sehen, was vor dir passiert. Nee, das ist immer mehr so. Ja, da kann ich gucken. Und mir ist das halt Latten. Weißt du, wenn ich essen gehe, dann gucke ich mein Essen an. Kommt dann auch immer so: Hast du die da vorne gesehen? Nee. Das ist doch zum Kotzen. Ah, ich langsam habe ich's. Ja, du kommst. Langsam habe ich's. Wo muss er hin, Alter? Alle nachholen am Sonntag. Alle liken. Alle liken ist auch wichtig. Und alle Glocken. Ja. Nee, Moment. Wenn das Video hier 15.000 Likes macht, dann bedanke ich mich bei Twitter. 15.000, ja, Mara, 15.000. Da versucht er mal, okay. Also die 10.000 waren schon knapp. Ich hab mich bedankt. Ja, aber das hat gedauert, bis die 10k da waren, auf jeden Fall. Kann ich ein Kilogramm... Da snackt er einfach ein Kilogramm Möhren. Möhren, wie kann man denn Möhren aussuchen? Ich kann nicht mal ja, 100 Gramm davon. Da muss ich tatsächlich essen. Mal was sagen, ja. Unge, da bin ich enttäuscht von dir, ja. Du bist ja ein Typ, du sagst ja immer, ich setze mich ein für die Umwelt und so, ja. Und Möhren an sich finde ich auch okay. Aber du kaufst dir echt die vorgeschnitten, doppelt verpackte Plastik. Ja, statt einfach ein Kilo im Netz. Das muss man, ne, das ist schwach. Das ist aber. Da kann ich sagen, selbst wenn ich die jetzt kaufen würde, könnte ich sagen, dass es schwach ist, weil ich mich damit nicht brüste, das zu tun. Na, schon zweiert. Oh, das ist ja so, als wäre man quasi, würde man die ganze Zeit sagen, ey, ich bin vegan und vegan und so, aber hat dafür trotzdem irgendwie Tierfellprodukte und sowas. Genau. Aber doch, okay, doch, gut, wenn du eine leckere Dressing noch da dran hast oder sowas.
Da könnte ich mir auch so ein leckerer Möhrensalat oder so, der ist schon ganz geil. Beim Sommer finde ich solche Salate halt cool. Wenn die dann so kalt sind, aber die kannst du gut kalt stellen, ich finde die kühlen auch gut von innen. Ja. Weil ich mit jemandem in den Arsch stecke. Die kleinen Möhrensalat. Und nachher kommen immer weniger raus, als man reingesteckt hat. Das ist immer sonderbar. Wie auch immer das möglich war. Komm schon. Jonathan. Das ist alle Zeit der Welt. Ja, nicht alle, aber ist schon. Nicht! Du bist nicht von der Ecke gesprungen! Ja, wie von denn sonst? Du sollst dich auf die Ecke draufstellen und dann einfach nach vorne springen. Okay.